das Hauptstadtstudio von RTL sowie anderen Sendern. Wir kommen nun in das Parlaments- und Regierungsviertel. Die vor Ort entstandenen Gebäude wurden nach drei Abgeordneten des früheren Reichstags genannt: Jakob Kaiser, Marie Lisa Peters und Paul Mühle. Links steht zunächst das Jakob Kaiser Haus, ein Wohngebäude für die Bundestagsabgeordneten und die Fraktionen und die Bundestagsverwaltung. Auf einer Glaswand zur Spree hin kann man die 19 Artikel des Grundgesetzes lesen, beginnend mit: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die erste Frau, die an einer deutschen Universität den Doktortitel erwarb. Das Gebäude ist Sitz der Parlamentsbibliothek, weltweit die drittgrößte, nach denen in Washington und Tokio. Die Bronzeskulptur auf dem Treppenabsatz ist ein Werk von Mario Marini, der für seine sich aufbäumenden Pferde und stürzenden Reiter bekannt ist. Zentrum des Regierungsviertels ist das Reichstagsgebäude, heute Sitz des Bundestages. Die neue, runde, gläserne Kuppel ist ein Entwurf des britischen Architekten Lord Norman Foster. Sie misst 38 Meter im Durchmesser und hat eine Höhe von 23,5 Metern. Die Kuppel ist nicht nur das hervorstechende architektonische Merkmal, sie dient auch der Belichtung und der Entlüftung des darunter gelegenen Plenarsaals. Die Terrasse des Parlamentssitzes und die Kuppel sind normalerweise täglich bis 24 Uhr für Besucher geöffnet. Jährlich genießen etwa 3 Millionen Besucher die Aussicht von dort oben. Die weißen Kreuze am linken Ufer erinnern an Menschen, die schwimmen versuchten, nach West-Berlin zu entkommen. Reste der Berliner Mauer sind als Mahnmal im Erdgeschoss des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses so aufgestellt, dass man sie von außen sehen kann. Links der dritte Neubau, das Paul-Löder-Haus, ist Sitz der Ausschüsse und der Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages. 2 Fußgängerbrücken verbinden das Gebäude mit der Parlamentsbibliothek. Die untere ist öffentlich zugänglich, die obere den Abgeordneten und Bediensteten des Bundestages vorbehalten. Die Berliner nennen die Brücke deshalb auch die innere Beamtenlaufbahn. Das blaue Gebäude links beherbergt die Kindertagesstätte des Deutschen Bundestages. Im gegenüberliegenden Gebäude befindet sich die Bundespressekonferenz, der Ort, an dem deutsche Politiker von Journalisten so richtig in die Mangel genommen werden können. Die neue Kronprinzenbrücke ist eine moderne, licht- und leicht wirkende Konstruktion des Spaniers Santiago Calatrava, der gerne Tier- und Pflanzenformen in die Architektur überträgt. Nach rechts ist der Blick frei zu einem Hochhaus, der Charité, was im Französischen Barmherzigkeit oder Nächstenliebe bedeutet. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Krankenhaus, eine medizinische Universität und Forschungseinrichtung. Die Charité ist seit dem Zusammenschluss mit anderen Institutionen in der Stadt europaweit das größte Universitätsklinikum. Im Jahre 1710 wurde sie ursprünglich als Pesthaus gegründet. Mit ihr verbindet man Namen wie Ferdinand Sauerbruch, Rudolf Virchow und Robert Koch. Man findet die Charité an verschiedenen Standorten in der Stadt. Die neu geschaffene Nord-
beschloss die Deutsche Bahn, den Tunnel zu verkürzen. Die zu uns ausgerichtete Seite ist also nicht so lang wie ursprünglich geplant. Der Bahnhof wurde so zwar rechtzeitig fertig. Bei schlechtem Wetter lässt die Deutsche Bahn die Reisenden der ersten Klasse aber buchstäblich im Regen stehen.